So Leute, da sind wir wieder bei Vegas Sylph und Eternal Sonata. Ich habe das jetzt mit meinem Controller klar gemacht. Eigentlich war der andere Controller schuld. Ein Kabel ging direkt über diese PlayStation-Taste, wo man mit in dieses Home-Menü kam. Und immer wenn ich mich ein bisschen bewegt habe, hat der Druck irgendwie ausgereicht, dass ich die Taste aktiviert hat. Das ist alles sehr komisch. Jedenfalls tut mir leid, dass wir so unglücklich gecuttet haben. Wir machen jetzt weiter und ich bin jetzt still. Oh, ich habe die Szene übersprungen. Upsi. Es tut mir leid, ich bin untröstlich. Ich wollte eigentlich B drücken. Es ist schon ein bisschen später, Leute, vergebt mir. Na gut, ihr werdet sicherlich überleben, dass wir mal eine Cutscene übersprungen haben. Seht es positiv, wir haben eine Menge Zeit gespart. Das heißt, wir können in diesem Part umso mehr machen. Trotzdem tut es mir leid. Ich werde jetzt aber nicht nochmal wegen der Szene laden. Vielleicht suche ich die aus einem anderen Let's Play raus und schneide die hier einfach ein. Vielleicht mache ich das so. Ich guck mal. Welchen Level sind die beiden eigentlich? Auch auf Level 5. So. Na, Polka ist eigentlich nicht die, die angreifen sollte, sondern eher die, die heilen sollte. Weil ich glaube, ihr Magieangriff ist auch ein bisschen stärker. Deswegen überlasse ich ihr mal das Heile-Heile-Segen machen und Frederick wird ein bisschen Angriff, Angriff, Angriff machen. How pitiful, you soulless creatures. Attacke! You grab it. Leave this place. Ach, Volker. Ich wünsche, dass wir einen Regenschirm und keinen Sonnenschirm. There is power within my abilities. Listen, Hugh Grave. Vielen Dank. Continue your sleep. Hier über Wasser fließt. Voll toll. Ich dachte, hier wäre vielleicht eine Truhe gewesen, weil das hier so ein großer Platz ist. Oh, das war keine gute Idee. Ey, die stehen gar nicht mal so schnell. Ja, ich kann das. Vielen Dank. Continue your sleep. I can do it. Ich frage mich, ob der Schirm noch mal irgendwann wieder runterfällt. Oder hat sie den so hochgeworfen, dass der jenseits von aller Rückkehr ist? Dann irgendwo auf dem Mond oder so. Ah, hier ist der Schutzhof. Alter, lasst mich. Ein nasser Regenschirm. Wundert mich nicht, dass der jetzt nass ist. Ah, das ist schon ein Unterschied.
kann Polka ja trotzdem mal was zum Heilen finden. Geben. Wir finden das hier ja alle Nase lang. Ich laufe einfach nicht gern mit angeknacksten Charakteren durch die Gegend. Oh, den habe ich zu spät gesehen, sorry. Gerade eine Fliege auf meinem Daumen sitzen. Das war sehr unangenehm. Na gut, das sind noch Gegner, dann können wir das Level wenigstens mal ausgleichen. Ich auch. Das war ich. Und Level Up. My journey continues. Mit Gnadenstoß. Mal sehen, was ist Gnadenstoß? Was ist da? Nein. Da. Ein Hieb des Abans. Probieren wir mal aus. Wow, hier ist voll viel. Wow, hier ist voll viel. Ich will die Truhe. You dare to bear your fangs? Weil wir es können. Hey! Nicht fair, Junge! Wir dürfen jetzt abgezogen. Ich muss bei diesen Viechern jetzt gerade irgendwie an das Alola-Poko denken. Ich kann mir nicht helfen. Das ist eine Kreuzung zwischen Araune und dem Alola. Orange Glow! Thank you. Orange Glow! Good! Shake Comet! Ach, er verteidigt sich! Ich dachte schon, er hätte irgendwie so einen Texturfehler oder so. Leave this place.
Wieso ist der so selten dran? Ist der so langsam? Oder hat er so gesagt, so... Nö, krieg ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ruhe, geh auf. Ein Jagdmantel. Wieder das falsche Menü. Da. Hat viele Taschen. Das ist schön. Ich mag das, wenn meine Jacken viele Taschen haben. Vor allem, wenn es große Taschen sind, wo alles reinpasst. Das ist toll. Ah, ein Speicherpunkt. Nein, hier ist Lu. Oh, jetzt ist fast passiert. Did you hear that? It's starting to thunder now too. We should get out of this storm. Is there some place around here where we can take shelter? I don't know. Hold on a second. Someone's coming. Oh, why hello there. Are you two out looking for something in this wretched weather? I am looking for something myself, but I'm learning that it's not such an easy task when it's pouring down rain like this. Perhaps you wouldn't mind providing me with entertainment to ease my frustration. What? I really do hate it when my clothes get wet. Here I find the two of you just as I was starting to get irritated. Wieso will sich immer jeder mit uns prügeln? I can't stand the smell of this forest, the plants, the animals, and the sweat coming from you people. What are you doing? Ja, das frage ich mich auch. Wie in der Scheißegal ist, dass wir ihn hier verkloppen. Ouchie. I got dirt on my clothes. Ja, das tut mir leid. Oh dear, what am I doing? I really don't have time to play around here with the likes of you. I need to go find that glowing creature. Thank you kindly for the workout. Let me relieve some stress. I think I should be able to get back to my work now. I'm very grateful to both of you. Ja, was laufen hier für Spinner rum, die einfach so, oh, hier, ich verkloppe mal einen fast 40-Jährigen und eine 14-Jährige. Juhu! Was ist das für eine Welt, in der die leben? 23:23 Uhr. Oh, finally. It looks as though the thunderstorm has passed. How is Frederick's condition? Better. He appears to have settled down somewhat, just like the weather outside. I hope he's all right. His violent spasms have stopped for the time being. I think he's all right for now. He looks peaceful again. Perhaps he was startled by the lightning. Maybe that's what caused his seizure. Yes, madam, that may very well be true. But I have a suspicion that that wasn't the only cause.
I think tonight will be crucial to his recovery. So ein großes Kissen will ich auch mal haben. Looks like all that rain and lightning have stopped. Thank goodness. Hey, Beat, did I see you shaking back there? What? No way! I wasn't shaking! Oh, really? You were hanging on to your camera for dear life, weren't you? Let's just hurry up and get out of here, okay? Steht das hier eigentlich auch drin? Kleinen Moment, Leute, ich schlage gerade etwas nach. Es scheint hier nicht drin zu stehen. Schade. Na, da steht hier nicht drin, aber ich meine, im Xbox-Booklet steht das, glaube ich, dass Beat die Kamera von seinem Vater geschenkt hat, by the way. Also geschenkt bekommen hat. Und ja, deshalb klammert er sich wahrscheinlich da so dran. Könnte ich mir vorstellen. Wird die vorhin übersehen oder ist die neu? Hübsche Kleider. Nice. Ich wollte schon immer mal hübsche Kleider in der Schatztruhe finden. Gestohlene Kleider auch nicht schlecht. Soll das so brennen? Ich weiß, das interessiert die ganze Welt. Boah. Nee, was raus muss, muss raus. Ja, die Schatz waren wir schon. Hätte ja sein können, dass das hier was dran ist. Den habe ich schon wieder zu spät gesehen. Ja, Beat. Wow, das war ein echt kurzer Kampf. Wirklich, das war echt kein Problem. Ich habe schon wieder Nieser sitzen. Das kann doch nicht sein, dass ich jede Folge genießen muss. Das liegt doch nicht so schön. Ach, das wird schon Sonnenlicht. Ganz im Ernst, was laufen hier für Leute durch die Gegend, die uns einfach so verprügeln? So, ach, Fremde, verprügel ich mal. Auch. Ist ja egal. Oder finde auch das Vieh gegen das die zwei hier gekämpft. So, ach, ja, das ist ein Vieh, verprügeln wir es mal. Ich meine, das Ding hat da nur rumgestanden. Man hätte auch drum rumgehen können und die Beine in die Hand nehmen können. Das Teil sah jetzt nicht gerade so aus, als wenn es einfach folgen würde. Seufz! Was sind denn das hier für Zeiten? So, naja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin hier jetzt raus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao! Und da sind wir wieder bei Vigasylph und Eternal Sonata. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich, wir suchen weiter den Weg aus diesem Wald. Kurz kratzen. Viel besser. So. Ja, in der letzten Folge wurden Frederick und Polka ja von diesem unbekannten Staccato-Herren verprügelt. Und ich bin jetzt wieder ruhig.
What? Oh, terrific. It finally stops raining, so of course now we find a house. Hey, I think I see someone over there. Hello there. Do you live in this house? Yes, I do. My name is March. Nice to meet you. My sister and I are the guardians of this forest. So it's just the two of you? Alone? All the way out here? Must be tough. Not at all. I suppose it is dangerous sometimes, but my sister always manages to take care of things. Lately, though, I must admit, I've been surprised at how many guests have been showing up around the forest. Oh, are you awake already? You know, you could have stayed in bed longer if you wanted to. Huh? Where am I? You were found lying unconscious at the upper entrance of the forest. The Agogos came to me and told me where I could find you. I think your friend is out taking a walk somewhere nearby. He kept mumbling to himself, something about trying to find inspiration for his music. Excuse me, but what are Agogos? They're... Well, they're round creatures. Huh? Round creatures? Anyway, they don't approach human beings. And recently, it seems as though the Agogos haven't really been showing themselves at all. You're a very lucky person. It's quite unusual for Agogos to take a liking to a human. In fact, I still can't believe they came to me about rescuing a human being at all. This is the first time anything like that's ever happened. So the Agogos rescued me? Even though I'm... I think maybe you should get some more rest right now. I'll fix you something warm to eat. Oh, I'm sorry, I just realized. I don't even know your name. Who, me? Well, I'm... You're Polka, right? What? You sell floral powder in Retardando. Yeah, I heard someone say your name once. Oh, yeah. And that magic you used was really great, too. Hey, Polka! What's the matter? Why'd she run off like that? Did we say something wrong? Oh, Polka, you're up. I've picked a snack for us. Did something happen? She really shouldn't be running around like that. She's only just recovering. That path doesn't go very far off, though, so at least she shouldn't get lost. Huh? That's Polka!